sich das Eingangs überhaupt entwickelt. Weil aus der Entwicklung heraus können wir meistens oft schon Schlussfolgerungen ziehen, was denn eigentlich und warum passiert. Die häufigen Probleme sind, das steht in jeder Zeitung und da wird das auch heftig darüber diskutiert, ist es die ausgeräumte Landwirtschaft mit den Monokulturen, ist es die Agrarchemie mit den Pflanzenschutzmitteln, ist es die Varroa, ist es das Versagen der Imker oder ist es alles zusammen? Ich brauche das nicht lange auszuführen, jeder weiß es und jeder hat seine eigene Meinung, was denn jetzt eigentlich der Schlüssel des Problems heutzutage ist. Das ist die tagtägliche Diskussion, die wir immer wieder und auf allen Veranstaltungen hören und uns dann das aussuchen können, was wir als Hauptproblem sehen. Zusammenhänge zwischen diesen Problemen. Das Gesamtkonzept wird uns dabei nicht mitgeteilt. Also nochmal weiter, wie sind denn diese Probleme entstanden? Darf ich kurz mal zwischen? Die Musik stört sehr beim Zuhören, die hier durch die Lautsprecher kommt. Könnte man das ausstellen? Ist hier Musik? Ja. Okay. Bitte. Hier kommt Musik aus den Lautsprechern, es lenkt mich einfach. Ja. Mir ist schon aufgestanden. Ich kann auch okay. Uns noch lauter reden. Das macht jetzt diese Welt an die Rede. Na gut, also Geschichte fangen wir doch ganz von vorher an. Alle wissen, dass es Bienen seit mindestens 50 Millionen Jahren gibt. Eigentlich könnten wir uns dann vorstellen, dass da auch ein riesiges Potenzial sich angesammelt haben muss, um mit jeglicher Art von Problemen fertig zu werden. Auch genetisch. 50 Millionen Jahre ist eine lange, lange Zeit. Was den Menschen anbelangt, der ja höchstens seit 2 Millionen Jahren hat, also gar kein Vergleich ist, aber schon seit Beginn ist es so, dass Menschen sich als Polytheria etabliert haben. Meistens mussten zu dieser Zeit die Innenvölker darunter leiden, das hieß, sie wurden einfach ausgeräumt. Wir haben ja hier schön die Bilder von dieser Zeit, die Steinzeit, vor 8000 Jahren, das erste Bild in einer Höhle, wo Menschen sich mit einem Nest beschäftigen und wild Honig ausräumen. Schon vor 6000 Jahren haben wir eine normale Imkerei, so wie wir das heute kennen, im Orient, das heißt Tonkörbe, Lehm, Strom, Röhren, all das, was man noch bis in die letzte Vergangenheit hatte. Das schon im 3. Jahrtausend vor Christus. In Ägypten wissen wir schon, dass sie seit 6000 Jahren den Nilboden runterwandern und immer den Honig nach, beziehungsweise auch schon damals der Bestäubung. Was? Soweit ist das historisch. Diese Imkerei, von der gerade die Rede, die hat praktisch die ganze Geschichte überstanden, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dieser Zeitpunkt ist identisch mit der industriellen Revolution. Die industrielle Revolution hat nicht nur die Industrie verändert. Sie hat eigentlich das Denken so verändert, dass es auch in andere Bereiche überhaupt sich auswirkt. Das Kern, das technische Kern ist, dass man bestimmte Maßnahmen nahm, um die Effizienz dessen, was man tat, zu steigern. Das heißt auch der Imkerei. Die Maße oder die Mittel dazu, das waren die Standardisierung, das war die weitere Arbeitsteilung, was dann schon Standardisierung, Arbeitsteilung ermöglicht eine Massenproduktion. Man kann alles viel billiger in Massen produzieren. Man muss sich das vorstellen, wenn ich einen Korb mache, einen Bienenkorb, und das zeitlich vergleiche damit, dass ich eine Säge nehme und anfange, eine Kiste zu schneidern. Bevor der Korb fertig ist, habe ich 4 Beute. Mindestens. Das ist also die Tendenz, mit dem Ziel natürlich, die Honigproduktion zu steigern. Die Leute, die dafür gerade stehen, oder die dann in der Geschichte für uns interessant werden, das fängt man so Mitte des 19. Jahrhunderts, für uns zu dieser Zeit in der Imkerei, es war Amerika, die Namen, die jeder kennt, schon wegen der Namen, die Bäume dadurch bekommen haben, das sind Blanchot und Talan. Es wurde eine massenhafte Fertigung möglich durchgehend dieses neue Prinzip, was so durch die gesamte Welt Mitte des 19. Jahrhunderts ging. Vorteile, solche Dinge können widersprüchlich sein. Die Vorteile davon waren natürlich, dass eine massenhafte Produktion, Verbindung der Mittel und damit auch das Verteilen
es ermöglichte, dass bisher unerreichte Gebiete, Steppengebiet und so, wo es nicht so einfach war, plötzlich massenhaft Bienenbehausung zu bieten, dass die jetzt plötzlich eingezogen wurden. Eine weitere Besonderheit dieser neuen Beute war, dass es leicht war, Brutraum und Honigraum zu trennen. Zusammen mit der Entstehung von Waben, das kommt nachher. Was heißt, wenn man diese zwei Dinge trennen kann, dann hat das ja von dem Gesichtspunkt der Effizienzsteigerung die Möglichkeit, man hat ja keinen Platzverlust mehr. Man nimmt den Honigraum, nimmt die Waben raus, schleudert sie und setzt sie wieder ein. Wir wissen genau, dass ein Pfund Waben, ein Pfund Wachs zuschwitzen, 7 Pfund, manche sagen 10 Pfund, Honig kostet. Schon alleine dadurch, dass man nicht mehr diesen Wachs von den Bienen schwitzen ließ, hatte man schon mal 7 Pfund Honig plus. Wenn man sagt, es würde nur 1 Pfund Honig produzieren. Das sind einfach das Denken, was damals sich dann so festsetzte. Allerdings, wenn wir jetzt das sehen bei den beweglichen Waben, die jetzt als nächstes dann da sind, die ermöglichen natürlich einerseits eine leichtere Einsicht ins Bienenvolk. Wir werden die ersten größeren Entdeckungen im 19. Jahrhundert der Bienenwissenschaftler sind ja damit verbunden, dass sie plötzlich die Waben auseinandernehmen konnten. Am Anfang waren es Blätterstöcke, die haben sich sowas konstruiert, wie der Huber in der Schweiz, da konnte man einfach die Waben so auseinander. Wie eben so ein Buch auseinanderklappen und dann kannst du reingucken und irgendwas kennen. Was ja vorher im Stock in einem Seilab oder auch in einem normalen Korb nicht so leicht möglich war. Der Nachteil davon, und das ist der Strang, den wir ja auch beachten müssen, deswegen sind wir jetzt sitzen, der Nachteil ist dann wieder andere. Der Nachteil davon ist, dass man Mittelwände einsetzt, unter Umständen, das war ja dann auch im 20. Jahrhundert schon gleich, die zu groß prägt. Die Diskussion ist ja heute, die wird dann hier von den Fachleuten nochmal vorgetragen werden. Stichwort kleinere Zellen. Es wird also den Bienen etwas vorgegeben, mit dem sie weitermachen müssen. Dadurch, dass die Waben einzeln sind, kann man natürlich sehr viel Schaden anrichten. Was Brutnest kann man jederzeit zerreißen. Die Tendenz der Bienen ist ja, die Kugel herzustellen. Ich kann jetzt natürlich zwei Zeigen nehmen, die wechseln, die untere nach oben, die obere nach unten. Dann mache ich aus einer Kugel, mache ich dann plötzlich so eine Wasseruhr. Die Biene hat die Tendenz, die Kugel wieder herzustellen. Was heißt, sie wird mehr brüten, sie wird unnatürlich viel mehr brüten müssen, damit sie wieder die Wärmehaushalt herstellen. Dass das alles zu Stress führt, brauche ich eigentlich weiter nicht zu erläutern. Das sind aber alles Möglichkeiten, die hat man mir noch in den ersten Winterjahren. Man verträgt auch Brutnest rum, also was jetzt vorne ist, am Eingang, das wird einfach umgedreht. Dann hat man die Brut hinten in der Zage, natürlich möchten die wieder Richtung Luft, also wird nach vorne gebrütet. Es gab dann die ganze Litanei an Möglichkeiten, um das jetzt zu nutzen, dass das alles so beweglich ist und dass man das so umdrehen kann. Also, das war dann die Zeit, es gibt ganze Lehrbücher darüber, die sind noch gar nicht mal so alt. Das ist dann die andere Seite der Möglichkeit, Waben zu haben. Das Positive ist natürlich, man liegt zu Hause und sieht auch gleich jegliche Art von Krankheiten im Vorfeld. Es ist eben wieder richtig, wie es ist. Ja, gut. Das nächste war die Frage füttern. Mitte des 19. Jahrhunderts, die Freudenstein beginnen, wurde es üblich, Bienen zu füttern. Der Vorteil davon, den es gab, man konnte natürlich Bienen leichter überwintern. Nehmen wir mal das Beispiel in der Türkei. Da war es üblich bis dann, dass ca. durchschnittlich 80% der Bienen nicht überlebten, weil sie einfach nicht genug Honig gesammelt hatten, um genug Vorräte zu haben. Das Wetter war zu abwechslungsreich, mal ein gutes Jahr, mal ein schlechtes Jahr. Bienen gingen kaputt, was übrigens diese Art der Bienen, das ist ja die Anatolika, sehr sparsam gemacht hatte, wenn nur die überlebten. Das war jetzt kein Thema mehr. Das heißt, man fütterte und hatte gegen vorher 80% mehr Bienen als vorher. Das ist für mich schon eine ganz interessante Fragestellung, wenn es darum geht, was zu machen. Aber der Nachteil natürlich ist, wenn man eine Biene füttert, hat man natürlich jegliche Biene danach. Auch welche, die in der Natur grob so ausgerottet würden, weil sie eben nicht fähig sind, aus welchen Gründen auch immer,
genug eigene Vorräte zusammen. Diese Bienen sind dann weg. Das heißt, die natürliche Selektion, die bis dahin die Bienenwelt beherrschte, war damit beendet. Die Zuckerfütterung beendet im Prinzip die natürliche Selektion der Bienen. Was natürlich in der Folge dann natürlich erfordert, dass der Mensch das übernehmen musste. Die Frage züchten, darauf achten, welche Bienen sollen denn jetzt eigentlich vermehrt werden, welche nicht, das hat vorher die Natur erledigt. Die Bienen waren nicht mehr da, da brauchte man sie auch nicht mehr vermehren. Das ist ja ganz einfach. Jetzt hatte man jegliche Art von Bienen, auch welche, die im Juli noch nichts geerntet hatten. Der alte Bauer, von dem ich eben sprach, der das immer noch behauptete, er hätte seine Körbe, er hat mir mal gesagt, ja, wenn ich einfüttere, dann gucke ich einfach mal, was hat denn der Bienenfolge gegeben? Wenn die mir nichts gegeben haben, kriegen die auch nichts von mir. Das ist natürlich Selektion. Da hat die nicht eingefüttert. Machen wir darüber denken, wie man will. Aber vom Standpunkt der natürlichen Selektion ist das klar. Die Bienen waren nicht fähig, sich selbst einen Vorrat zu schaffen für den Winter. Und er sah es nicht als seine Aufgabe, da einzugreifen. Der Normalfall ist, dass man dann hinging und sagt, aha, das Volk, das kann das nicht, also kriegst du eine andere Königin. Dann sind wir schon bei der Bienenzucht. Wie gesagt, Fütterung, die Vermehrung, die massenhafte Vermehrung von Völkern, die eigentlich in der Natur gar nicht existieren würden, führt dazu, dass man züchten, dass man selektieren muss. Man soll frühzeitig, wurde dann ja auch gemacht, Schwächlinge erkennen, nur von gesunden, starken Völkern nachzüchten. Wenn wir aber ehrlich und realistisch sind und gucken uns manche kleinen Imker an, die da vier Völker im Herbst stehen haben, und dann sagen die, Königin habe ich nicht, denn ich habe ja gar nicht gezüchtet, ich kriege auch nirgendwo welche her, soll ich die jetzt vereinigen, soll ich zwei abschaffen, weil sie haben überhaupt keinen Honig gebracht. Nein, die werden einfach mit eingefüttert. Im nächsten Frühjahr fliegen auch deren Honig. Das sind dann wieder mal da, ich sag mal, morgen ist wieder alles in Ordnung. Die Welt wird in Ordnung. So sah die Sache ja damals aus. Das Erste war natürlich, wie bei jedem Trauma, es gibt ja jeden Trauma, man verweigert sich, es gibt das gar nicht. Warum war ich kein Problem? Da haben wir auch schon, da ist das, dies und jenes sind auf diesen Folgen gehabt, das wird alles weggemischt. Schluss, kein Problem. Dann sieht man es zwar doch, als dann die Bienenstände zunehmend leer waren, da gibt es das Problem, als wir wissen. Dann heißt es, bekämpfen, ausrotten. Das ging ja so weit, da hat man irgendwo eine Varroa gesehen. Dann wurde im ganzen Kreis die Schwefelstreifen raus. Dann wurden die 20 Liter und ganz alles, was da nach Biene aussah, wurde abgeschwefelt. Seucheneinengung, dann ist die Seuche weg. Wir wissen, wie erfolgreich das war. Das war der erste Schritt, massiv dagegen vorgehen. Dann kam natürlich das Dritte. Ja, wir müssen damit leben, anpassen, darf gar nicht sagen, Streifen raus, behandeln und jetzt ist wieder alles soweit, damit können wir überleben, das ist alles bestens. Der Vierte war natürlich, dass dann Leute sagen, nee, das ist ja nicht mehr das Impfen, was ich kenne. Das macht keinen Spaß mehr. Das ist nicht mehr das Naturgemäße, was ich von früher kenne, Depression, und dann haben sie hingeschmissen. Das letzte Stadium, wie auch bei jedem Trauma ist, man akzeptiert, dass es so ist. Es gibt die Varroa und man kann damit umgehen. Man wird damit umgehen lernen. Und zwar, indem man die Bienen verstärkt und dann im Prinzip am Ende wieder da, was ich eben von meinem Bienenvater gesagt habe, verstärkt und guckt, was kann die Natur machen, in dem Fall, was kann die Biene machen, um damit wieder fertig zu werden. Hier haben wir ja sogar eine Königin, die offensichtlich mal eine Varroa abgefangen hat, was ja nicht so üblich ist. Jetzt wird es wichtig, irgendeiner muss anfangen. Wir haben, ich nenne das mal die Pioniere der Resistenzzucht. Jedem ist klar, dass die Natur nicht so ist, dass man ein Lebewesen akzeptieren kann, das dauernd, ohne Anfang und Ende, permanent auf eine Behandlung angewiesen ist. Es gibt kein Lebewesen, was nur so weiter existieren könnte. Das gibt es nicht. Es ist im Prinzip ja dann nur eine Frage der Zeit, wann wirklich dieser Weg, diese Sackgasse vor der Betonwand landet. Das kann Jahre dauern, das kann Jahrzehnte dauern. Die Natur hat ja auch viel
sein, um sich am Ende doch durchzusetzen. Also heißt es, man braucht Menschen, Denker, die das erkennen und das dann auch aufgegriffen haben. Die Leute haben wir hier, ich habe hier einen Plan aufgeführt, wir sind ja heute in der glücklichen Lage, einige davon hier reden zu haben. Das ist für mich mal, ist das einfacher. Ich brauche diese Leute jetzt, ich brauche jetzt nicht auszuführen, was die da alles machen. Das werden die selber besser können als ich. Ich kann nur prinzipiell was dazu sagen. Und das ist, bis um die ersten 20 Jahre davor, war so, dass jeder Wissenschaftler erzählte, eine Biene ohne Behandlung ist unmöglich. Jeder, der das macht, ist ein Idiot oder schlimmer. So war es. Manche, es gibt heute noch welche, die das meinen. Und bis dahin war das einfach der wissenschaftliche Standard. Wer dagegen auftrat, der galt als unwissenschaftlich. Das war ein Spinner. Dann kamen diese Leute und haben uns bewiesen, dass es Bienen gibt, die überleben, und zwar länger als 3 Jahre, ohne Behandlung. Und damit hat sich die Wissenschaft geändert. Wenn ein Wissenschaftler heute auftritt und sagt, man kann nicht behandeln, es ist unmöglich, Bienen zu halten, die nicht behandelt werden, hat er sich entfernt aus der Szene. Der missbraucht seine Titel. Das ist nicht mehr Standard, denn wir haben Beweise. Und wenn man in der Wissenschaft einen Beweis hat, ist jeder, der das Gegenteil behauptet, nicht mehr ernst zu nehmen. Und der Beweis wird durch diese Leute, die haben es einfach angefangen. Verschiedene Mittel, verschiedene Methoden, die werden das selber erläutern, aber das Strategische, Wichtige dabei ist, die haben es angefangen, umgesetzt und waren soweit bisher erfolgreich, dass bewiesen wird, auch unsere Bienen kann offensichtlich ohne Behandlung überleben. Das ist noch nicht perfekt, da sind es noch große Verluste, da macht dies und jenes, das ist noch nicht das Endprodukt. Die Leute sind ja auch noch gut beschäftigt, aber das Prinzipiell ist schon bewiesen worden. Und das ist ihre eigentliche Leistung. Und deswegen nenne ich die hier mal Imkerpioniere. Wir haben hier einige, das ist hier und es geht dann noch weiter. Die wichtigen haben wir hier sicherlich schon zusammengefasst. Mehr brauche ich da jetzt nicht zu sagen. Prinzipiell ist das die Hauptleistung dieser Leute. Und darauf aufbauen ist die ganze Szenerie, die ganze Diskussion hat sich geändert. Heute heißt es eigentlich nur noch, wenn man das wissen, wenn man im Bereich der Wissenschaft ist, was macht man, wie macht man und wann wird man Erfolg haben. Es geht nicht mehr darum, ob oder ob nicht. Und das ist natürlich der entscheidende Unterschied. Ja, was ist jetzt die Schiene der Zukunft? Wie wichtig die ist, habe ich gerade vor einer Minute von sich gelassen. Aber nicht jeder Imker ist ja in der Lage, vor allem nicht kleiner, da groß rauszukommen. Die wollen ja auch was tun und haben auch was getan. Und es gibt dann auch andere Stränge, die da erfolgreich waren. Einer war natürlich der Professor Siele aus den USA, der sich darauf spezialisiert hatte, Wildvölker zu beobachten. Das ist ja schon eine Geschichte für sich, also richtig was Spannendes. Also die Wildvölker kommen ja nicht wie bei uns und sagen, hey, da bin ich. Wir untersuchen mal, was ich so mache. Man muss sie ja erstmal finden. In einem Urwald. Das ist schon ein Ding für sich. Also ich finde, es ist recht abenteuerlich, die Leute zu gucken, wie er das gemacht hat. Auf jeden Fall, er hat diese Bienenvölker gefunden und beobachtet und hat dann daraus schon, und das zweimal, das war vor vielen Jahren, das erste Mal, da ging es noch um die Frage Bienendemokratie, er hat also mehrere Werke veröffentlicht. Damals war die Frage Bienendemokratie, das heißt, wie funktioniert das zum Beispiel im Schwarm, wenn sich ein Schwarm bildet, wie funktioniert das mit der Kommunikation, wer sagt, wer gibt da den Ton an, ne? Das stimmt, und deswegen der Stichwort, der sieht, das ist also ein Funktions- und wirklicher Mechanismus unter dem Titel Bienendemokratie. 4 Jahre später ist er dann nochmal in den Wald gegangen und hat gesagt, ha, wir haben ja mittlerweile die Varroa gehabt. Gibt es denn da noch Bienen? Ja, er hat wieder welche gefunden. Und offensichtlich müssen das dann Varroa-resistente Bienen sein, denn niemand hat ihnen einen Streifen ins Nest gehangen. Er hat das dann so weiter runter deduziert, bis er mal eine Handlungsanweisung gegeben hat. Was braucht man? Was unterscheidet diese Bienen seiner Meinung nach? Gut, sie müssen angepasst sein. In der Natur sitzen die Bienenvölker nicht in Reihe und Glied.
sondern jeder hat sein eigenes Revier. Und das hat mindestens 25 Meter, sollte man sich voneinander trennen, um Verflug, Räuberei und sowas alles einzuschränken, weil das eben notwendig sei. Es bevorzugt kleine Beute, schon aus dem Grunde, weil die kleine Beute natürlich die Schwarmlust fördern. Die ist schnell voll und wenn sie schnell voll ist, wird das Bienenvolk schwärmen. Je mehr Schwärme, je wahrscheinlicher wird es natürlich dann auch weiter überleben. Denn das ist ja der Vermehrungsmechanismus in der Natur. Er stellt die Frage, die noch weiter zu forschen ist, dass man die Beute gut isoliert. Stellt fest, man sollte die Beute höher stellen. Man sollte Drohnen und Staffeln 10-20%, widerspricht ja auch der allgemeinen Anweisung, dass man im Frühjahr jetzt lieber als normal konventioneller Imker als erste Varroa-Maßnahme weg mit der Drohnenbogen. Das war ja sogar auch schon vorher der Fall, aus ganz anderen Gründen. Da hieß es ja, Drohnen sind nutzlose Mitesser. Die essen ja auch Honig. Der steht da eigentlich mir zu. Und also hat man die Drohnen weggenommen, rausgenommen, weggeschnitten, nicht wegen der Varroa, sondern weil das ja Mitesser waren, die mir den Honig klauen wollten. Die Franzosen waren ja so effektiv im 19. Jahrhundert, die sind ja Spezialisten der Guillotine, die gab es dann auch für Drohnen. Einmal durch und weg waren sie, wenn sie raus wollten. Ja, dann war das Problem auch gelöst. So als Anekdote am Leben. Minimale Eingriffe, das ist klar, ich war eben schon mal mit meinem Imkervater, wo der sagt, das Heiligtum des Nestes. Der Professor Sieler nennt das dann eben minimale Eingriffe. Kommt aufs Gleiche raus. Klein war man gut, also natürlich bleibt man einem Ort. Keine Varroa-Behandlung, aber selektiert. Das ist so ungefähr so die Richtung, die dann Professor Gilles vorgegeben hat, in dieser Richtung. Jetzt hat diese Erfahrung dann in diesem wilden Wald in den USA gewonnen. Jetzt auf deutsche Verhältnisse übertragen. Jetzt gehen wir auf diese Ebene der deutschen Institute. Jetzt für Österreich will ich noch nicht so im Bilde. Nehmen wir also das. Da ist der Professor Büchler von Kirchheim, der seit Jahren in eine Richtung arbeitet, dass man einen schadschwellenorientierten Ansatz wählt. Das heißt, man behandelt nicht mehr prophylaktisch nach der Devise, es ist ja jetzt Juli, also muss da irgendwas rein, egal, am besten Ameisensäure, am besten Schwammtuch, und dann guckt man 14 Tage, dann füttert man auf und dann guckt man, gibt es noch welche, das nächste Mal, und dann, wenn das auch noch nicht reicht, im September ist es auch noch warm genug, das dritte Mal, und damit es dann wirklich hilft, kommt dann im Winter nochmal eine Säure auf die Bienen. Dann haben wir im Zweifelsfall, wenn man durchschnittlich bis 5-mal im Jahr dürfen wir uns das Fett von der entwickeln. Da ist dann schon Fortschritt, dass der Professor Büchler eben sagt, ja, gucken wir doch erstmal, behandeln wir, die Bienen sind doch unterschiedlich. Wir gucken einfach, wie viel Varroa sind da und fangen dann an zu behandeln, wenn es Not tut. Es gibt da Schadschwellen, die haben dann am Institut das ausgesucht. Man muss natürlich die Varroa zählen und gucken, es sind so und so viel. Wenn es dann gefährlich wird für das Volk, dann behandeln, aber nicht, sonst eben nicht. Um das Volkwerk selber weiter zu stärken, mit der Varroa fertig zu werden, ist ja ein Punkt, es muss eine Brutunterbrechung da sein. Wenn die nicht von Natur aus geschieht oder nicht sicher genug und schon gar nicht, so muss man das notfalls künstlich machen. Dann gibt es eben die Mittel, wie man dafür sorgt, dass die Bienen im Sommer eine künstliche Brutunterbrechung haben. Die Mittel, die nennt er dann, das ist ein Bandwaben, da wird die Königin auf eine Wabe eingesperrt, wo sie weiter Brut legt. Die anderen werden ja frei. Was passiert? Alle Bienen sind auf dieser Brut. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt erklären muss. Die Brut nimmt man raus. Da sind dann im Prinzip, wenn man das zwei, dreimal hintereinander macht, sind alle Varroa weg. Das heißt, auch mit dieser Methode wird er dann im Herbst sagen können, ich habe jetzt hier ein Bienenvolk, das hat keine Chemie gesehen. Ich habe allerdings einige Raben rausnehmen müssen und die Bienen vernichten. Das heißt, es ist auch natürlich nicht der normale Weg. Aber es ist das, was propagiert wird und wofür er dann steht. Und jetzt noch als letztes, meine Traumkönigin,
Das ist jetzt nochmal so ein bisschen, wie sieht es denn am Ende aus? Ist es denn überhaupt möglich, dass man irgendwann mal eine Königin hat oder ein Volk hat, was ohne Varroa halbwegs vergleichbar ist mit einem Volk vor der Varroa? Ich rede jetzt hier in dem Bereich der Erwerbsimpfer. Randy Oliver ist ein großer Erwerbsimpfer, über 1000 Völker in den USA, spricht dann von seiner Traumkönigin. Ich zitiere mal hier, ich weiß nicht, ob man es, also man kann es doch lesen. Ne? Als um diese Königin oder dieses Volk herum alles andere, mehr oder weniger auf dem Überlebensstand zusammenbrach, weil blieb ihre Varroa-Belastung unbedeutend. Als er sie da in der Mandel, im Mandeleinsatz hatte, ist ja in Kalifornien, in einem schlechten Jahr, wo alle anderen hungernd nach Hause kamen, kamen diese Völker voll und glücklich nach Hause, so schreibt das ja hier. Wenn er von Traumkönigen spricht, meint er Traum, wenn alle seine Völker so werden wie diese Königin und ihre Töchter fallen, die er dann betonen hatte, dann könnte er sich wieder eine Imkerei vorstellen wie vor der Varroa. Das soll jetzt mal ein Abschluss sein, eine Information, also nochmal kurz zusammenfassen. Wichtig ist zu sehen, wie diese Entwicklung seit Beginn der industriellen Revolution sich entfaltet hat, immer in Richtung die Effektivität der Produktion zu steigern und im Verlauf dessen natürlich negative Möglichkeiten sich entwickelt haben. Das habe ich eben allein ausgeläutet. Und eigentlich die Aufgabe des Imkers ist, wenn er denn da weiterkommen will, diese negative Seite, die da möglich ist. Klassisches Beispiel, dass die Bienen, dass man da mitten ins Brutnest, das war damals auch noch üblich, alle brauchen Mittelwaren, wenn sie mitten ins Brutnest, wird sie am schnellsten ausgebaut. Logisch. Aber nicht zwei nebeneinander, denn dann kommt die Königin nicht mehr um, also alles sowas. Das sind negative Auswirkungen, die man aber heute ja selbst in der konventionellen Imkerei schon vorgefunden hat. Gut. Ich bin soweit durch.